Und willkommen zurück. Ja, ich hatte euch ja versprochen, ich werde schon mal ein paar Bäume wegkloppen. Da hinten sind nur noch vereinzelt ein paar Bäume, die nachgekommen sind. Und ich habe jetzt hier erstmal ein paar 8 Öfen wieder hingeklatscht. Habe mir gedacht, jo, brennst du schon mal vor, dann können wir gleich sogar weiterarbeiten. Denn wie gesagt, ich wollte jetzt so langsam die Solarpanels und Kabel fertig machen. Und dafür brauchen wir das jetzt alles hier, diesen ganzen Quatsch. Aber hier sind die FPS ein bisschen unten im Keller. Keine Ahnung warum. Ist auch egal. So. Hier sind noch ein paar andere. Also hier ist ganz viel Holz. Hier sind auch 2 Stacks. Da müssen wir auch noch ein paar Fackeln draus machen. Werden wir jetzt auch mal sofort tun. Dann nehmen wir hier, weiß nicht, da können wir hier kommen. Eichenholz-Stick hier nehmen. Das ist gar nicht so schlimm. Ich brauche ein paar mehr. Dann können wir gleich alle Sticks hier verbrauchen. So, haben wir wenigstens 4 Stacks Fackeln wieder. Dann schmeißen wir in unser System hier 1, 2. Oh, warte mal, hier können wir das auch noch verbrennen. Da mache ich nur 2 Stacks. Soll den Rest aber auch raus haben hier, sonst sieht das blöd aus. So ein Eimerchen. Ja, den können wir erst hier rein tun. Die 10 dahin, das auch noch da rein. Dann holen wir noch zweimal Gokerei-Kohle hier. Die so geil ist, das finde ich. Ich finde die wirklich geil, die Kohle. So, machen wir die Hälfte jetzt über rein. Dann können wir dieses hier reinschmeißen. Kann ich nämlich die anderen Öfen abbauen. Dankeschön, die sind ja abgebaut. So. Dann werde ich mal kurz eben auf die Minimap richtig schalten. So, jetzt müssen sie wieder richtig eingestellt sein. Da sehen wir schon auch schön das weiße. Ja, da ist ja Sandstein drin, der weiße Boden. Und dann werde ich mir jetzt den anderen Quatsch noch schnappen. Den ich ja hier habe. Ah ne, da habe ich ihn gar nicht. Muss doch gerade mal eben das Wobber verstauen hier, sonst habe ich gleich wieder ein Chaos hier drin. So, hier ist es doch drinne. Da einmal Heizkessel, Niederdruckkessel, Ignex-Extruder. Dann brauchen wir Kupfer. Das brauchen wir, dann sollte das eigentlich schon mal gut klappen. Und wir brauchen Leitungen. Da brauchen wir Leitungen für. Ah, die können wir später, wir können das erstmal aufbauen. Denn ich will ja harten Glas noch herstellen. Aus dem Grund, damit ich diese Liquid Pipes benutzen kann und nicht mehr diese Waterproof Pipes, denn die sind eigentlich unnötig noch zu benutzen. So. Und dann gehen wir noch eine Etage tiefer, denn ich habe den Keller schon mal ein bisschen fertig gemacht. Hier sind noch keine Treppen drin oder sowas. Sondern erstmal nur alles rein. So verbaut. Hier kommt wieder eine Leitungskammer rein. Das heißt, hier vorne werde ich abschließen hier. Auf die Ecke. Dann kommt hier vielleicht noch ne was rein. Und ich werde das hier noch hier abschließen. Ich muss mal gucken, vielleicht eine Treppe, eine Tür rein. Werde ich mal schauen. Aber jetzt wollte ich erstmal die Kessel hier reinbauen. Des Weiteren habe ich hier nochmal einen reingebaut. Wie ihr sehen könnt, damit ich gleich die Pipes von unten verlegen kann. Damit es ein bisschen schöner aussieht. So. Der Dampfding ist da irgendwo oben drüben. Das heißt, wir werden die 4 hier auf jeden Fall so verbauen. Wir brauchen. So. Brauche ich gerade mal das Holz nochmal. Dann kommen nicht die Kessel hier noch gegen. Niederdruckkessel oben drupp. Denn die werde ich später mit Holzkohle befeuern. Und da brauchen die nicht so einen großen Kessel halt, weil wenn der Kessel ein bisschen kleiner ist, dann ist der Energieverbrauch nicht so hoch. Sprich, ich komme schnell an Energie, habe natürlich nur die Hälfte von den beiden Slots frei. So, da unten bleibt frei, dann kommt das hier hin. Jetzt habe ich kein Wasser, ne? Brauche ich zumindest 2 Eimerchen. Und vielleicht ein bisschen Holz. So, mal gucken, wie schnell wir nach oben kommen. Ach, hier bin ich ja gelandet, genau. Jetzt brauche ich Wasser und Holz. Muss ich mich jetzt gerade nebenbei auf die Uhr schauen. Das brauche ich nicht. Da Holz. Ah, da reicht ein Stick. Das reicht. Dann werde ich schon mal den Ignix zu. Ach, den. Hier, den Aquarius-Fuzzi. Verbauen können. Und der kommt irgendwo da hinten, irgendwo in die Ecke rein. Weil der muss nämlich ordentlich pumpen an Energie. So. Am besten hier hin, weil da kommen ja auch noch die größeren Maschinen hin. Dafür. Die in größerer Form verarbeitet sind.
nicht so einen kleinen Pillefax sind. So. Ah, da hätte auch das gereicht hier. Aber da wenn, dann machen wir es auch richtig. Oh. Hier ist auch Quarz. Ich habe aus den Wänden nichts rausgeholt. Also das ist jetzt alles noch in den Wänden geblieben hier, was ich rausfische. Du wusstest ja aber nicht, warum ich das rausnehmen soll. Ich hatte ja genug eigentlich genug davon. Erstmal. Das wird ja gleich sowieso alles wieder weniger, wenn wir damit arbeiten. Oh, das noch mehr. Geil. Da werden wir jetzt aber gleich die Spitzhacke benutzen. Die hier. Die gute alte Spitzhacke. So, das reicht, aber die werden wir komplett abkloppen hier. Oh, da habe ich keinen Platz mehr. Das macht gar nichts. Der Grund ist, ich werde sowieso gleich hier Platz bekommen. So. Jetzt habe ich nicht Platz bekommen. So, ist das schön. So. Und das hier noch fertig. Und dann kann schon mal der ein bisschen arbeiten. Oben noch eine Decke rein. Dann kommt der Aquarius-Fuzzi in der Mitte. Hier kommt Holz hin. Zack. Und da kommen jetzt die Wassereimer rein. Und dann können wir das schön zuschließen. Der fängt schon an hier Wasser aufzufüllen. Gut. Das ist okay. Dann kommt hier... Warum leckt das denn hier unten? So leckt das mal. Keine Ahnung warum. Ich weiß, glaube nicht, dass... Ne, ich habe nichts nebenbei laufen. Noch ein bisschen Internet. Aber das macht ja nichts. So, dann kommen die Schütter von hier unten. Hier kommt ja noch die größere Anlage dafür hin. Sprich, da kommen wir noch ein, zwei kleine hin, die mit Tail oben laufen. Einer vielleicht noch erstmal. Dann kommen natürlich noch die weiteren größeren Öfen, die mit Biofuel später laufen. Aber da habe ich erstmal noch Bedenken von, dass ich das in Massen erstmal produzieren kann. So, deswegen bin ich gerade am überlegen. Warte mal, hier müsste Teeröl drin sein, ne? Ja. Teeröl. Ich glaube nicht, dass hier noch ein paar Tanks hinkommen, oder? Denn ich wollte nämlich vielleicht hier unten ein paar hinstellen. Hier in diese Position. Aus dem Grund, da können die direkt in Teeröl reingeführt werden, aber ich kann es auch unten hinstellen und später mit Tesseracts füllen. Also, dass sie in Tesseracts reinpumpen alles. Dann werde ich die hier hinten in der Ecke reinstellen. Ja, die können eigentlich direkt an der Wand, ne? So. So. Dann bekommen wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt rausbekommen. Einmal. Ah, zwei kriegen wir hin. Da wollte ich aber auch noch ein paar mehr hinsetzen. Das ist ja nicht das Problem. So, oben drauf eine Fackel, damit der nichts spawnt. Beziehungsweise reicht nicht eine hier. Ja, fast. Wenn wir da noch eine hier hinpacken, dann ist das schon gut. Die nächste wird ja hier sein. Genau, und dann ist hier wieder frei. Ah, machen wir es symmetrisch so. Dann kommt die nächste Fackel hier hin. Und draußen sollen ja auch noch welche platziert werden. Da habe ich aber noch nicht genau das Bild von, wo ich die hinsetzen werde. Das ist, ich muss ja auch mit dem Bino was anstellen. Denn die sollen ja auch nicht mehr da bleiben. Die kommen ja auch an eine Bahnlinie dran gepappt. Da habe ich gerade noch keine Zeit zu, die jetzt passend auszurichten. Da müsste ja unten Strom müsste auch mal wieder laufen. Ich brauche ME müsste ich anfangen. Ich brauche ja sowieso Strom. Und das machen wir in der nächsten Folge gleich, ja. Ich kann jetzt mal rausschmeißen, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt gleich Sticks von dem Staub. Den können wir schon mal da reinschmeißen. Blub, 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 komm. Das kann ich schon mal da reinschmeißen, da kann ich schon mal ein bisschen vorproduzieren. Zerkleinerer. Ach, da ist noch das drin, okay. Okay, das brauchen wir. Das ist super. Ja, das arbeitet noch, das kann auch noch arbeiten. Dankeschön. Aber dass das ruckelt ab und zu mal. Keine Ahnung, woran wirklich das liegt. Die restlichen wollen wir, glaube ich, später abmalen.
dazu die Zeit finde. So, 1, 2, 3, 4. Ich habe keinen Platz mehr. 4 Stück habe ich. Ich bräuchte aber noch einen 5. Nach kann ich ja zusammenstecken hier. Und die muss ja auch mal wieder laufen. Da habe ich nämlich kaum noch was von. Die können wir gleich laufen lassen mit dem mit der letzten Zelle, die da noch rumtuckelt. Komm, springen, springen, springen. So, einmal. Zweimal. Die laufen ja sowieso permanent hier. Und die anderen werde ich jetzt einfach nur mal befüllen aus dem Grund, damit die schon mal ein bisschen Teeröl haben und dass ich einfach das nachher schon ins System reinpumpen kann. Und außerdem wird das Holz ja dann dadurch weniger. Zack, zack. So, wo ist das? Mein Crashed Hammer. Dann werden wir das mit dem Magnet wieder ausschalten. Dankeschön. Und dann schmeißen wir die da hinten eben nochmal an. Und dann werden wir gleich mit den Solarpanels weitermachen, damit wir zumindest Energie bekommen. Sprich, mit Juliometer können wir Material holen dann. So. Dann. Let's go, oder? Jetzt aber let's go. Ich glaube, ich kann dann auch 25 erhöhen. Ja, wenn ich das natürlich jetzt anschalte und dann bleibe, dann leckt das natürlich extrem. Der Grund ist die viele Verarbeitung da, weil der ja schnell arbeitet. Aber macht ja nichts. Ist alles gut. So, jetzt kann erstmal noch hier was weg. Aber hier kann erstmal noch was weg. Und da hinten muss ich auch noch hin. Da schmeiße ich mal eben das hier noch rein. Und hier hat sich Holzkohle angesammelt, die ich aber nicht brauche. Wobei, die könnte ich mal eben, die Holzkohle, könnte ich mal eben noch benutzen. Und hier ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks. Ah, die können wir jetzt eigentlich alle verbrennen. War das Ferros oder Eisen? Das ist alles Eisen. Das ist nochmal Gold. Und sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Das lassen wir erstmal jetzt ganz in Ruhe hier laufen noch. Da tun wir hier noch ein Stack Holzkohle da rein. Das andere hier rein. Und schmeißen ganz gemütlich hier das Eisenerz rein. Dann vielleicht Lead habe ich noch und Gold. Später werde ich dann den Induction-Smelter dran pappen, damit wir zumindest Pur 4, sag mal schnell, harten Glas bekommen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash und LP und tschüssen!